Meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Atmung und es werden ein bisschen die Fakten und die Basics runtergebrochen. Ich würde mich wahnsinnig freuen über einen Daumen hoch und wenn ihr auch die Glocke einschaltet, damit ihr auch wirklich kein weiteres Video verpasst. Bin ich nicht alleine, heute werde ich begleitet von meinem Mann, der sich jetzt hier bereitgestellt hat, der jetzt zur Verfügung steht. Der ist nicht Sänger, also er hat mit Gesang wirklich gar nichts zu tun, aber als Modell hier reicht es wirklich völlig aus. Ja, heute geht es um das Thema Basics bei der Atmung. Da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Aber die Atmung kann der Hauptauslöser sein für viele Probleme beim Singen. Das heißt, wenn man zum Beispiel crackt, wenn man einfach flat singt, auf Pitch singt. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum am Ende des Tages die Atmung daran schuld ist. Und ganz häufig ist die Atmung auch bei wirklich, ich würde mal sagen, 99% von Leuten, die hierher kommen, von Studenten, ist immer, immer falsch. Atmung ist das Einfachste, was man sehen kann und was man relativ schnell auch richten kann. Sachen wie zum Beispiel Mixed Voice Singen oder jetzt, es gibt ganz viele Sachen, die man nicht so schnell richten kann wie die Atmung. Weil die Atmung ist für uns ja, wir können die Atmung ja sehen, wirklich direkt sehen. Andere Vorgänge innerhalb der Stimmbänder, die können wir ja eben nicht sehen. Und daher ist das relativ schnell lösbar. Es gibt einmal drei Typen von Atmung, die werde ich nämlich jetzt gleich Thiago auf Englisch erklären, damit er es auch mal für euch mal machen kann. Die Atmung Nummer 1, Atmungstyp Nummer 1 ist die Bauchatmung. Und zwar das Zwerchfell senkt sich, ja, lowers and expands, macht richtig schön Platz hier auch für die Lungen innerhalb zwischen den Rippen, also das wird hier alles sehr schön breit und groß und das ist eigentlich die gängigste Atmung und die Atmung, die wir am meisten wollen. Thiago, can you breathe in through your nose and just have a really good nice belly breathing? Just breathe in through your nose. Okay, just breathe in one more time. Okay, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das gesehen habt, also Thiago hat jetzt einmal durch die Nase eingeatmet. Wenn wir Zeit haben, wollen wir durch die Nase einatmen. Und man hat hier, also ich habe es hier gesehen, dieses Schwarz, wie das Zwerchfell sich gesenkt hat und wie das hier alles groß und breit geworden ist. Und das ist wirklich die Atmung Nummer 1, die wir wollen. Dann gibt es einmal Nummer 2 und das ist the Ribcage Breathing. Das heißt, man atmet sozusagen in die Rippen rein. Lass uns das mal einmal machen. Could you just do for me, put one hand on the side? Yeah, so we're gonna put one hand here, exactly. And I want you now to breathe into your rib cage. So it's not gonna be that your tummy gets loose and gets big. It's that you're breathing into your ribs. So you will feel an that the ribs expand here. Do you feel it? Yes. So you feel that, but I want you to not really actively use that tummy. It's just gonna be like something makes room left and right. Do you felt that? Try to not raise your chest, so it's not gonna be clavicular breathing, because that's not what we want. Ja, Ribcage, die Ribcage-Atmung ist eine andere Form von Atmung, gerade auch für Tänzer, die viele ihrer Core-Muscles benutzen, die aktiv aus ihren Core-Muscles tanzen und sich bewegen, die diese auch brauchen und nicht immer locker lassen können. Bei der Atmung ist eben diese Atmung, diese Ribcage-Atmung sehr von Vorteil. Die dritte Atmung ist Balanced Breathing. Ich weiß auch nicht, ob es das so im deutschen Bereich gibt, aber aus dem amerikanischen ist es Balanced Breathing und im Grunde genommen benutzt man einfach alles. Man benutzt die Zwerchfellatmung, Bauchatmung und man benutzt Ribcage Breathing. Das heißt wirklich, alles erweitert sich, alles macht Platz. Du fühlst auch, wie das dann in den Flanken sich auch hebt und wie das ganze komplette Zwerchfell sich ausdehnt. Also für alle, die das Zwerchfell noch nicht kennen, nie gesehen haben, das hier ist einmal das Zwerchfell. Es geht einmal ganz um den Körper und es trennt den Bauchraum und den Brustraum. Das ist natürlich jetzt alles ganz, ganz einfach erklärt, wirklich einfach Crashkurse, also nichts, nur wirklich einfach, einfach. Und die letzte Atmung, die wir nicht haben wollen, die wir nur haben wollen, wenn ihr hohe Töne singt, weil gerade bei hohen Tönen, bei Belting-Tönen, wollen wir eigentlich nicht viel Atmung haben. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Da gibt es einmal Clavicular Breathing und das ist das Schlüsselbein für Clavicular, Clavicularé oder Clavicular, also das lateinische Wort, ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid. Aber einmal für das Schlüsselbein, weil bei sich bei der Atmung nämlich die Schlüsselbeine hier her.
Leben. Das heißt, wenn du einmal einatmest, can you breathe in and your tummy goes inside and your shoulder raises, like you just got exposed, and make this kind of breathing. Genau. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das richtig sehen konntet. Also bei Thiago hat sich dann alles gehoben. Die Brust hat sich auch angehoben, der Bauch ist flach geworden. Und das wollen wir im Grunde genommen nicht. Das ist echt nicht gesund. Das wirkt auch viel zu extrem, viel negativen Spannung, also Spannung, Tension im Englischen. Ja, und das ist wirklich etwas, was wir vermeiden wollen. Oftmals führt das Straining oder dieses verkrampfte Singen, dass man jetzt den Ton im Hals stecken hat, dass man nicht frei singen kann, dass es plötzlich wehtut. Das hat unglaublich viele Gründe oder kann eben viele Gründe haben. Manchmal auch nicht. Manchmal sind es nur ein, zwei, drei Gründe, die man dann irgendwie plötzlich herausgefunden hat. Also oftmals kommt die Spannung aus den Muskeln. Vielleicht sind es ja die Elevator Muscles hier, die zu Verspannungen führen auf dem Kehlkopfbereich. Vielleicht sind es die Nackenmuskeln. Ganz häufig sind es die Nackenmuskeln in dem Bereich. Also die zu Verspannung bei diesen hohen Tönen führen können. Ja, oder auch der Umkehrfall, dass man unglaublich viel Druck auf das Zwerchfell gibt, dass man mit sehr viel Tension, mit sehr viel Spannung aus dem Zwerchfellbereich singt und dadurch auch zu viel Druck auf den Stimmbändern hat. Also das kann alles ja wirklich durch Fehleinsatz der Muskeln sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen hoch freuen. Abonnement. Und wenn ihr mal auf meiner Website guckt, tanjalevyvocalstudio.com, dort gibt es auch kleine Basic-Pakete, die ich anbiete. Für 15 Euro mit Powersing, die richtige Atmung, Stütze finden. Also alles kleine Pakete, die ich jetzt in Zukunft anbiete, für wirklich einen kleinen Preis. Daumen hoch, Abonnement und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Tschüss, tschüss! Thank you.